Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Saarländerinnen und Saarländer. Zuerst die schlechte Sache. Das ist keine Botschaft, weil wir wissen es alle. Ein großer Teil unserer Bevölkerung hat kein Vertrauen mehr in die Demokratie. Da kann man Prozente rauf, Prozente runter, aber selbst wenn es nur 10% wären, wäre es schon nicht so gut. Die gute Nachricht ist die, dass diejenigen, die das ändern können, diese Gefahr zumindest zum Teil erkannt haben und versuchen, gegenzusteuern. Und da schließe ich mich auch dem an, was meine Vorredner gesagt haben, dass also unsere Landtagspräsidentin hier schon einige Initiativen gestartet hat und auf den Weg gebracht hat. Ich möchte aber auch nicht vergessen, dass der vorherige Landtagspräsident, Herr Toscani, der jetzt Fraktionsvorsitzender der CDU ist, dass der ja auch eine Arbeitsgruppe einberufen hat, die fleißig gearbeitet hat und auch Entwürfe erarbeitet hat und auch es dazu gebracht hat, dass hier gemeinsam Gesetze eingebracht worden sind im Landtag. Also das soll dann auch nicht vergessen werden. Wie sieht die AfD das? Wir haben genau die gleiche Situation in kleinem Rahmen wie die CDU. Wir haben das also ausführlich diskutiert. Und wir sind an dem Punkt auch hängen geblieben, wie die Auswahl dieses Gremiums, der Leute für dieses Gremium, wie das ist. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es Zufälle nur insofern gibt, wenn im Keller die Kellertür zufällt. Dann ist das ein Zufall. Ansonsten ist meistens das Ganze schon etwas gesteuert. Und wenn ich dann Frau Kollegin Braun höre, die dann sagt, wir werden das auch in die Tat umsetzen, dann sehe ich ja da hinten dran die 29 SPD-Abgeordneten, die dann diese Geschichte, was also dieses Gremium dann erarbeitet, in die Tat umsetzen. Und da kommt bei mir der leise Verdacht auf, hoffentlich stimmt das auch nicht, dass dann in Wirklichkeit die Politik, die die SPD treiben möchte, aber entweder keine Courage hat, sie zu treiben oder wegen der Wähler sie nicht treiben möchte, als Alibi dann dieses Gremium braucht. Also das könnte alles sein, kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Hoffentlich ist es nicht so. Aber das führt dann dazu, dass wir als AfD-Fraktion nicht Nein stimmen werden, um einen einstimmigen Beschluss hier nicht zu behindern, aber wir werden uns enthalten, dann ist es trotzdem einstimmig. Und wir werden das aber beobachten, wie dieses Gremium zusammengestellt wird und was es dann nachher macht. Herzlichen Dank.